Hallo Leute, willkommen zu Part 2 von Let's Play Full Throttle Remastered. Ich habe mal nachgeguckt, auf Deutsch hieß dieses Spiel Vollgas, ja, Full Throttle. Ich bin gespannt, wie wir jetzt unser Motorrad da draußen zum Laufen Nichts kriegen. Nichts zu nehmen, sie ist leer. Das kann doch jeder behaupten, das war bloß, weil der das gesagt hat. Kann ich sie treten? Nein. Nein, kann ich wohl nicht. Was kann ich tun? Kann ich da ihn nochmal treten, damit er nochmal spielt? Weiß ja nicht, ob das was bringt. Spiel! Nee, geht nicht. Doch mal mit dir reden. Willst du was bestellen? Nein. Ich will meinen Schlüssel. Das ist das, worum es hier geht. Die Flasche da oben hätte ich ganz gerne. Kann ich dich angucken? Ich konnte Nasenringe nie leiden. Ich auch nicht, aber ich bin gezwungen worden. Ja, aber er ist der Einzige. Muss ich. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich hab gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mach mich besser auf den Weg. Jo, jetzt haben wir ja die Schlüssel. Das ist alles sehr mysteriös. Der war Teil von dem Komplett. Da kann ich nochmal mit dir reden. Hör zu, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Das Gesicht war gerade einmalig. Ich habe immer das Gefühl bei ihm, er wäre einfach mit dem Rasieren nicht fertig geworden und hätte noch den Rasierschaum im Gesicht. So, kann ich dich jetzt... Ah ja, das funktioniert. Sehr schön. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, und du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen! Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Oh, Kinder, was sollen wir los tun? Das reicht jetzt. Komm schon, Polecätschen! Kommt damit ihr! Okay.
Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Mal erzählen. Und das ist auch in Sorge, ich habe einen Plan. Sie haben Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Mann, das ist ja fürchterlich. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Okay, Leute, von dieser Maureen hat er am Anfang vom Spiel erzählt. Wer bist du? Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hey Mo, hast du auch einen Nachnamen? Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Mhm. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Okay, woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Toastern? Wohnst du in der Stadt? Naja, Melonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. Melonweed. Aha. Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Okay. Wie soll ich den ganzen Kram finden? Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Süß. Wo bekomme ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein, einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erstmal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Okay, wo soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung, stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Gute Frage, wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon, am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl, es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Zynismus, sehr gut. Und das sieht aber jetzt alles nicht sehr futuristisch aus, aber im letzten Part, diese Limousine von diesen Geschäftshainis, die hat geschwebt, also spielt's wohl in der Zukunft. Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst außer Toastern.
Mal wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ist schon gut. Trotzdem danke. Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile? Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Jemand wollte mich umbringen, ich bin hinter ihm hier. Ja, ich würde sagen... Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen. Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hä? Ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. Okay. Außer viel Mitgefühl wie bei dem Barkeeper. Was ist denn bitteschön das? Ich wünschte, der Kanister wäre voll. Aha, aber den Kanister kann ich ja mal nehmen. Den können wir ja bestimmt irgendwie füllen. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Oh, das ist aber nett. Was ist denn das hier? Der Schlauch riecht nach Benzin. Könnte ein Benzinschlauch sein. Ich hasse es, sie so zu sehen. Warum? Das ist echt meine beste Seite. Nett. Aber mit Maureen können wir nicht sprechen. So, wie komme ich denn hier mal irgendwo hin? Sie hat ihre Finger überall in meinem Bike. Eifersüchtig. Ah, hier geht's raus. Oh, gut. Du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Okay, ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Aha. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Ich weiß nicht genau. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Könntest du mich in deinem Wagen mitnehmen? Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt, in Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Aber Moment mal, sie hat per Anhalter das Motorrad mitgenommen? Mal angucken. Ziemlich klein, um mich rumzutragen. Ich hab dich gerollt. Okay, sie heißt Miranda. Ich gehe mal bloß ganz kurz in die Optionen, Leute. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass die Lautstärke von der Musik und von den Special Effects ein bisschen laut war im Vergleich zur Stimme. So. Und weiter geht's. So. Ah, hier ist ein Briefkasten.
Der ist leer. Das ist aber auch alles. Aber hier geht's weiter irgendwie. Die Polecats. Oh, was macht sie denn hier? Wow. Ist das mies, oder? Voll angelogen. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. Kann ich. Ah, oh, oh. Wir sind hier. Okay. Das sieht ja aus wie ein Hochsicherheitstrakt. Da ist gerade was angegangen, Leute. Das ist auch typisch LucasArts, diese Bewegungen hier. Ach, wer kennt sie nicht, die tollen Monkey Island Spiele? Da war das auf der Insel auch so. Entweder schweißt jemand da unten, oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunkübertragung. Da hat wohl jemand ein Schweißgerät geklaut. Würde ich meinen. Drinnen sieht es noch trauriger aus. Als draußen, oder? Oh, hier gibt es aber auch einiges. Was ist denn das hier? Offenbar hat der Kerl einen Hund. Nein, danke. Okay. Den hat ein großer Hund in Beschlag genommen. Wahrscheinlich ein Knochen oder so. Was ist denn das hier? Drinnen sieht es noch trauriger aus. Was sind das für Sandsäcke? Wohl das Einzige, das diesen Schrotthaufen zusammenhält. Die würden nur auseinanderfallen. Da unten riecht es nach Metallarbeiten. Tür? Abgeschlossen, aber nicht besonders stabil. Na dann. Wer ist da draußen? Hey. Ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Okay. Dann eben mit Gewalt. Und bist du nicht willig? Ist mit Stahlstreben verschlossen. Oh. Irgendwo ist aber hier ein Aufzug. Kühlschrank. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Oh, verzeihung, das war... Ich hätte gewettet, er hätte einen größeren Kühlschrank. Top Schilder. Seine Einrichtung hat diesen typischen Büchsenwurfbuden-Charme. Was ist denn das? Ich hätte gewettet, er hätte einen größeren Kühlschrank. Und hier? Sieht aus wie ein Schränkchen. Mach mal auf. Dietrich. Das ist ein Dietrich. Das ist unser Dietrich. Ich hätte gewettet, er hätte einen größeren Kühlschrank. Okay, kann ich den eigentlich aufmachen? Ah. Entweder ist das Hundefutter oder das Abendessen von dem Kerl. Man weiß nie, wozu man das braucht. So, und nun? Was kann ich jetzt machen? Kann ich das Ding kaputt treten und der muss dann raufkommen oder so? Hat ja nicht viel gebracht. Hm.
Ah, er kommt wieder. Was willst du? Gleich kommt ein Typ, der meine... Aha. Hallo du. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier so erfolgreich das Ganze hier geöffnet haben, alles hier, machen wir einen Cut und sehen uns dann diesen Herrn hier im nächsten Part von Let's Play Full Throttle Remastered weiter an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.